Westphal, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Welt, abgeschnitten von jeglicher Zivilisation. Dies sind die Abenteuer der jungen Magierin Triven, unterwegs um fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen zu entdecken. Hallo und herzlich willkommen zurück in Aventurien. Nein, wir sind jetzt gerade nicht in Aventurien. Wir sind bei World of Warcraft. Und haben schlimme Dinge hier rund um Seehain zu tun. Ja, wir wollen nämlich jetzt den Gnollen die Eisennieten aus der Nase ziehen. Genau, und dann müssen wir hier irgendwie mal hochlatschen. So war das doch, ne? Hä? War das nicht da lang? Nee, da lang war es nicht. Ach, da lang war das. Meine Güte, ist das lange her. So, und da stehen sie auch schon rum und wir sagen mal guten Tag. Was haben wir zu tun? 10 Schläger und 8 Mystiker zu töten und sowohl 5 Eisenspitzen als auch Eisennieten zu besorgen. Machen wir. Aber vorher nehmen wir uns hier nochmal so eine kleine Ladung. Ein Gnoll und ein Schaf, bitte. Was? Keine Nieten, keine Spitzen dabei, kein Eisen. Da ist so ein Lager, das gucken wir uns gleich mal an, ob da, sagen wir mal, so wenige sind, dass wir die schaffen können. Alans, ganz so ganz Alans. So Jens alleine. Ja, Herausforderung ist alles, oder? So, dazu machen wir dich erstmal weg. Damit wir uns da so ein bisschen den Rücken frei halten können. Keiner hat dir erlaubt, dass du wieder stehen darfst. Das geht ja mal so gar nicht. Du kommst schon von selber. Okay. Sonst hätte ich gesagt, holen wir dich. Ja. Guck mal, ich habe da noch so eine feurige Nachricht für dich.
Genau. Tja, und wir nähern uns ja auch ganz entscheidend hier dem Level 19. Und damit auch dem Level 20. Ich meine, das war ja mein erklärtes Ziel, mit Level 20 erst in die DM zu gehen. Sollte es sich irgendwie anders ergeben, dass wir mit 19 schon rein können. Naja, mal gucken. Aber ich glaube mal nicht, dass das Sinn macht. So, konzentrieren wir uns jetzt mal hier. 1, 2, 3, 4. Ein Schläger, zwei Schläger. Drei Schläger und ein Mystiker. Das habe ich mir gedacht. Ich glaube, den Mystiker mache ich mal zum Schärfschen. So, der eine bleibt stehen. Gott sei Dank habe ich den jetzt nicht angeschossen. Mal gucken, warum dass der da so stehen bleibt. Der hat das Drehbuch nicht gelesen. Und ich habe ganz schön heftig auf die Nase bekommen. Das gefällt mir gerade mal so gar nicht. Ja. Genau. Fehlversuch. Ach. So, das, zu eurer Information ist also der Geistheiler beim Rotkammgebirge. Da, wenn gut. Trink, 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 trink schneller. Dann hauen wir sie weg. Ach, jetzt kommen sie beide. Eigentlich hätten es ja auch vier sein müssen, ne? Vorhin haben wir doch vier gesehen, oder? Du meine Güte. Und ich krieg schon wieder so ziemlich auf die Nase. Das gefällt mir immer noch so gar nicht. Oh, 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 oh. Schon gesagt, dass mir das gar nicht so gefällt. Weiß nicht, ob ihr es hört, draußen fährt gerade ein Krankenwagen vorbei, aber das ist jetzt hier leider zu spät. Es wird ja dann der erste Versuch sein, während des Let's Plays in eine Instanz zu gehen. Habe ich vorher noch nie gemacht. War immer artig bisher, habe das noch nie gemacht, Pink. So, jetzt sind wir mal ein bisschen cleverer und halten uns diese Schlawiner ein bisschen mehr vom Leib. Aufsammeln, aufsammeln, ab. Oh, da sehe ich eine Kiste. Und schon wieder zwei Schläger. Und immer noch den Blöden dahin. Ich das mal wüsste, wer von denen jetzt mir am meisten Schaden macht. Wenn der aus dem Schaf wieder rauskommt, ob der da nicht so der Oberbösewicht ist, sozusagen. Wir machen das mal so. Oh, jetzt werde ich niedergemacht. Es hat nämlich geklingelt. Bis gleich. Da wurden wir ja jäh unterbrochen. Als es da an der Tür schellte und ich niedergemetzelt wurde. Ja. Ja, das war ja auch der erste Tod heute. Da war das ja auch nicht so schlimm.
Aber das wollen wir jetzt mal nicht auf uns sitzen lassen. So. Das hätten wir fertig. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Mystika und einen Schläger. Dann machen wir die zwei da hinten nochmal, die zwei Bubis. Zwei Kandidaten. Das mit dem. Ach, das reizt mich ja schon hier. So, da machen bonierte Truhe. Genau. Ach ja. So. Ich glaube, der kommt allein. Kommt er nicht. Aber du kommst ins Schaf. So, du bist echt scharf als Schaf. So, noch vier Mystiker, bitteschön. Und da wir da hauptsächlich Schläger haben, suchen wir uns die mal woanders. Ah, ist doch schön. Dass man hier so rumhüpfen kann. Also der Freiheitsgrad, das ist eben das Schöne an diesem Game, ne? Man ist... Man kann hüpfen, man kann winken. Und dann viel Priel hilft viel und so weiter. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Nee, wisst ihr nicht. Ist auch egal. Ich halte jetzt mal die Klappe. Cool, das wird mir schwer fallen. Rauchende Colts. Rauchende Hintern. Oh Mann, was ist heute los? So, zwei noch von diesen Burschen da. Einen sehe ich, den anderen erfinden wir. Du kommst mal weg. Weg nicht her. Ich glaube, die verstehen meine Sprache nicht. Weggehen, nicht herkommen. Hinfort, hinfort! Von diesem Ort! Nehmt mich nicht so ernst. Ich habe heute Horst Evers gelesen und wie soll ich sagen? Bei diesem Buch oder bei diesem Autor liege ich vor Lachen immer am Boden. Egal, was kommt. Aber wirklich, also Tränen gelacht habe ich. Ja. Der hat so eine ganz eigene Art, ganz eigene Fähigkeit, völlig normale Situationen zu beschreiben, in die jeder kommen kann und in der sich auch wahrscheinlich jeder schon mal befunden hat. Kommt dann mit irgendeiner mehr oder weniger absurden Behauptungen, die aber irgendwo auch eigentlich ziemlich logisch ist sogar.
Und dann setzt er noch einen drauf. Macht das noch urkomischer. Also. Ja, das war klar. Ich wollte jetzt auch die Herausforderung. Oh. Nein, die große Herausforderung wollte ich jetzt nicht. Verflixt, jetzt bin ich so abgelenkt. Ich habe mich gerade so amüsiert. Nein, 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 nicht. Tut das nicht. Tut das bitte nicht. Okay. Gut. Das gibt mir jetzt Zeit zu erzählen. Also in der heutigen Episode ging es, also bei Horst Evers. Ich kannte den vorher auch nicht. Ich bin in der Leihbücherei auf das Buch gestoßen und habe den Titel gelesen. Für Eile habe ich leider keine Zeit. Das fand ich schon mal irgendwie gut. Das musste ich dann unbedingt mitnehmen. Musste ich ausleihen. Habe dann den rückseitigen Text nochmal gelesen vom Buch. Passte irgendwie ins Beuteschema, habe ich mitgenommen. Und dann fing das also an. Dann ging es los. Also bei jeder Story, die er dann so erzählt hat, es wurde immer schlimmer. Es wurden immer mehr Tränen und nachher habe ich hier eine halbe Tempo-Taschentuchpackung verbraucht. Aber vor Lachen, ne? Also, nicht, weil es so traurig war. Ja, ich kann es gar nicht so wiedergeben, wie er das macht. Also, es ist klasse. Es ist einfach. Ich gönn's jedem, der es zum ersten Mal liest. Hat heute unter anderem, ich will gar nicht die ganze Geschichte erzählen, unter anderem festgestellt, dass sich in seiner Wohnung einfach viel zu viele Sachen stapeln und dass er morgens beim Frühstück dann doch über einer Zeitung eingeschlafen ist, die dann schon 2 Jahre alt ist und die er wohl irgendwie schon gelesen hat. Der Artikel kam ihm nicht bekannt vor. Ja, und dann fiel ihm halt auf, dass so viele Sachen da sind und die Regalsystemlösung oder wie auch immer, die er aufbauen sollte, genau, das hatte er dann sich auch überlegt, um ein bisschen Platz zu schaffen in der Speisekammer. Haben sie von Freunden, also er und seine Familie, von Freunden so eine Systemregallösung oder Regalsystemlösung, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art, geschenkt bekommen und das steht da auch schon ewig, es ist nur nie aufgebaut worden. Und bevor er jetzt eben Altpapier wegbringt, baut er lieber das Regal auf, mit dem Erfolg, dass nachher in der Speisekammer kaum noch Platz ist für irgendwas anderes außer dem Regal, das bisschen was in das Regal reinpasst und ihm selber und ja, alles was vorher so schön rumgestanden hat in der Speisekammer passt jetzt da nicht mehr in das Regal hinein. Und dann hat er das also in der ganzen Wohnung verteilt und irgendwann auch weil es eben keinen Platz mehr gab. Das scheint also noch ein bisschen was anderes rumzustehen. Also auch in den Hausflur, ne? Also Mehrfamilienhaus, Wohnung, Hausflur, ne? Hingestellt, zack. So, irgendwann haben sich die Nachbarn beschwert. Und dann ist er auf die grandiose Idee gekommen, sich Sachen selbst mit der Post zuzuschicken. Und war er dann der Meinung, dann hat er da wenigstens ein paar Tage Ruhe. Ja, und dann ist er auf die Idee gekommen, das meine ich jetzt damit, dann packt er immer noch einen drauf, dann ist er dann plötzlich auf die Idee gekommen, wenn er gar nicht zu Hause ist, wenn das Paket geliefert wird, dann liegt das ja nochmal 7 Tage bei der Post rum, dann hat er ja noch länger Zeit. Ja, also so geht das alles in einer Tour und bis er dann überlegt, ob man das nicht auch auf dem Seeweg verteilen kann und so. Ach, ich könnte mich schon wieder beömmeln. Halleluja. Genau. Ach so, ja, die Eisennieten-Dingenskirchen, das bringen wir jetzt. Geben wir auch mal gleich mal ab. Lalalala. Man sieht sich. Bestimmt. Ach, hätte ich auch jetzt auf. Also, sag mal, ich bin ja mal völlig neben der Kappe im Moment gerade. Ja. Ding, 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 ding. So. Schönen Tag auch. So, ich würde sagen, ich gebe das jetzt hier noch ab.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Aber nicht bevor ich die tollen neuen Handschuhe angezogen habe. Guck mal. 3 Intelligenz, das steht mir doch viel besser. Na, Harrison? So. Die alten Handschuhe noch verhökern. Und dann wird eine Pause gemacht. Noch ein bisschen Horst Evers lesen. Braucht ihr Hilfe? Man sieht sich. Also dann, macht's gut, bis später. Tschüssi.